Leute, Bierdose. Es ist mal wieder ein Grund, Bier zu trinken. Ne? Ja. Gut. Immer man nehme Mann. Dazu. Der Dilettante klebt sowas ja mit einer heißen Kerze fest. Ne? Man kann da auch in das Nachbarn Aquarium greifen und die Steinchen holen. Oder vom nächsten Parkplatz. Also wenn man ein bisschen Arbeit hat, dann lässt sich das hier schön drin arretieren. Nur ich habe jetzt nicht die 10 Minuten Zeit. Aber so geht es in etwa. Das Zeug hier, das reflektiert zusätzlich und ist eine wesentliche Hilfe. Man darf nur nicht dabei den Fehler machen und jetzt einen Faden nehmen oder eine Paracord und das Ding aufhängen. Ne? Das gibt Chaos. Aber so ein Camplight, vorher hat man ja den vollen Genuss davon und nachher kann man das Ganze noch ausnutzen. Ne? Das ist doch eine blendende Idee. Steinchen findet man überall. Und zum Transport kann man das ruhig zuklappen. Das arbeitet auch am nächsten Tag noch. Man kann es dann wieder öffnen. Survival Kit. Bierdose aufgeschnitten, Pröll drin, Tape drüber, fertig. Ist schwimmfähig und hält sich immer. Ne? Also da gebe ich jetzt nicht extra Geld für aus. Schade, wenn die Sonne geht. Momentan habe ich es nicht. Ne? Das ist so herrlich. Wie sonst ist ein Sonnenspiegel? Halt dir das auf die Knochen, wenn die Sonne scheint, das machst du keine Minute. Womit habe ich das? Womit habe ich das poliert? Zahnpasta. Nein. Ich auch gesagt. Silberpapier von der Zigarettenschachtel und Rittersport. Mhm. Rittersport? Weich draufgeschmiert, also in der Hand aufweichen lassen, draufgeschmiert und dann gib ihm mit dem Silberpapier. Das ist der Effekt. Ne? Mhm. Aber es spiegelt wirklich richtig gut. Aber ich will nur sagen, ne, wie man solche Dinge doch ausnutzen kann. Ne? Und es ist nur wirklich kein großer Hit. Jetzt hat es schon dreimal Spaß, das wird aber eng. Signalspiegel. Hier, auch Schokolade und Silberpapier. Einfache Fischdose. Ne? Okay. So, ich war schon in Verlegenheit. Mein Kumpel, der hatte eine Nierenkolik. Wir waren oben in den Mountains, der hatte keine Medikamente dabei. Und da mussten wir den Rettungsdienst anrufen und die sind leider nicht gekommen. Es war schon dunkel und schlimmes Wetter und so weiter. Wir waren so oben krepiert. Und ich hatte jemanden dabei von der Berufsfeuerwehr, der Rettungssanitäter ausbildet. Der sagte, der muss. Damals wäre ich froh gewesen, wenn ich sowas am Feuer gehabt hätte, eventuell noch. Ne? Denn für alles andere war es zu dunkel. Aber damit kann man sich helfen. Ich muss jetzt nicht in den Outdoor-Laden gehen und sagen, haben Sie mal einen Spiegel. Da ist ja noch ein Loch drin. CD geht auch, eine ausgeglichene CD geht auch. Ja, sicher, aber die habe ich eher dabei als eine CD. Ne? Wer kennt? Das hier zum Beispiel. Ist jemand im Wohnmobil unterwegs und die Frau will unbedingt den Pfiffi mithaben, dann ist meist manchmal auch so ein Beißknochen mit dabei. Also ich kenne Leute, die nehmen den Hund mit auf die Urlaubsreise, wenn es nach Italien geht oder sonst irgendwo. Jetzt bleibe ich irgendwo hängen. Was kann ich da ausnutzen? Indem ich das Ding ins Wasser werfe für eine halbe Stunde. Na. Und das daraus schneide. Das ist hochbelastbar. Das Material, das ist Kuhhaut. Ja geil. Das ist Rohleder. Geil. Messergriff, alles. Ja, ja. Denn das ist ein Lappen, der sieht aus wie zwischen DIN A4 und DIN A5. Ne? Dazu schlage ich setze mich auf einen Baumstamm oder auf eine Bank im Park, schlage mir ein Messer ein und ziehe den Lappen dann unten im Bogen der Schärfe. Damit schneide ich genauso präzise, nur weniger anstrengend wie mit jeder Schere. Können wir aber gerne üben. Kontrolle. Damit kommst du durch Kontrolle. Das ist übrigens mein Kugelschreiber, wenn ihr auf Tour bin. Ne? 2 Meter Tape drauf. Das Zeug, das kann einem wirklich manchen Ärger ersparen. Das schadet dem Kugelschreiber nicht, aber ich habe nicht diese Rolle mit ihrem Innenraum, der nutzlos ist. Ne? Es schreibt sich sehr gut damit und es ist schön, wenn man sowas im Hinterkopf behält. So, was ist das hier? Was kann das sein? Eine Angel. Nee, was ist das für Material? Das stinkt der Boy. Das ist gut. Innenleben von Paracord, ja? Zahnputzseide. Du hast recht. Ja, ziemlich dick. Du hast recht. Ist die nochmal geflocht mit Zahnputzseide? Nö. Ich habe einfach aus dem Drogeriemarkt habe ich mir eine Zahnseidenpackung gekauft, so einen Stift, und habe das mal abgerollt. Das sind genau 50 Meter. Genau. Und habe das jetzt siebenfach gefalten.
Siehst du mal bitte. Ach, das weiß ich nicht. Das reißt ja, nicht. Ja, im Recht hat ja, ja, wiedersehen. Ja, 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 ja. Das ist richtig ja. Reißfest, das Zeug. Ja, absolut. Das ist so. Säle, ne? Ja, komm, hier drum, ist besser. Boah. Ja, das ist richtig. Sowas hat die Dame des Hauses in der Handtasche. Ich habe das in meinem Survival Kit. Ja, ich auch. Ich habe einfach so Rolltor seit dem Survival Kit drin, weil da habe ich alles. Immer in die Tasche, kannst mit angeln, kannst alles mitmachen. Ja. Das ist belastet nicht. Kannst ne? nähen. Das ja, ist so ein bisschen. Geil. Ist das nur, ne? Holst du da die gewachste oder die ungewachste? Kann ich dir nicht sagen. Egal. Ist wurscht. Sonst ziehst du es auch noch Gerze. Ich habe ohne alles, weil der kann ich auch zum Nähen nehmen noch. Ja, genau. Ja. Im Land voll. Dafür, dass ich es nie brauche, aber. Ja. Mit Menthol sollte man so vielleicht von denen vom Land machen. Ja, ja, ja. Okay. Dann doch lieber Pegelsekunde klären. Ne? Ja. Gerze. Ja. Das war mal sowas. Okay. Ne? Dort einsetzen, fertig. Ne? Baumwollstreifen, das war's. Die brennt auch. Wenn du nichts hast, bist du dafür froh. Also die Handtaschen, ja, Damen sind da wirklich gut. Ich bin in der Zivilisation, aber ich habe das immer Eustige. Wenn ich irgendwo ein Zimmer, der neu geht, und die Zimmer, der geht, dann die voll neu, dann mache ich Stoß, er kehrt eigentlich Öl drauf oder irgendwas, dann mache ich zack, vorne auf die voll, einmal zu, einmal auf, hier geht wieder, funktioniert, alles klar. Schraube muss wieder neu gehen, irgendwo. Neu gesteckt, kurz, Nickel, neu geschraubt, ja. Bei den Nickel, kurz neu gesteckt, hier, Leute, neu genackelt. Ganz interessant, Biologie, was ist das? Der Buschknochen von einem Hühnchen. Richtig, ja, ein sehr kleines, ne? Ja. Das ist mehr eine Taube. Das ist der sogenannte Wishbone, nennen die das im amerikanischen Raum, Wishbone. So, den kann ich aber zurechtbrechen, dann habe ich dann richtig qualifizierten Angelhaken draus. Schau dir das an, Eskimo-Angelhaken. Ist natürlich etwas größer, dieses Vieh, aber der ist für unsere Fische auch schon zu groß. Für ein Forellchen wäre das genau richtig. Hier hält die Schnur, hat den Gegenlager. Ne? Und hier unten, das muss abgeschliffen werden. Dazu ist jeder Kieselstein, den man irgendwo findet, ist gut, so als Ersatzschmirgelpapier. Und hier oben schräg abschneiden und auch wieder reiben, wie die Kanüle einer Injektionsspritze. Das dringt nämlich dann schön ein. Ne? Also, Anchorage, im Museum, da hast du sowas rumliegen. Das ist ruckzuck passiert, das schmeißen wir alles weg. Ja. Am besten sind die noch, wenn die vorher gegrillt oder gekocht wurden, damit die ein bisschen stiffer sind, ne? Ein bisschen spröder sind. Dann dringen die besser ein und sind leichter schleifbar. Ansonsten sind die zu fetthaltig und das Fett, das schmiert dann nur. Das bringt nichts. Ne? Dann komme ich quasi mit der Schnur nach unten. Baumharz hier von Fichtenbäumen. Ne? Wenn man durch den Wald geht, man findet überall Harz, was darunter tropft. Das Harz hier, das habe ich mal erhitzt. Das habe ich erhitzt und damit festige ich Klingen in Knochen. Damit, das ist mein Ersatzsilikon, nur das ist härter als Silikon. Das heißt, wenn ich Pfeile baue für draußen, ich mache Bogen und Pfeile hier aus natürlichen Mitteln, dann befestige ich die Klingen mit heißem Harz. Das heißt, es kommt vorher eine Wicklung drum und durch das heiße Harz sind die wasserresistent. Das heißt, ich kann den Pfeil in den Morgentau, nasse Wiese schießen oder in einem Tümpel, da passiert gar nichts. Ne? Und da stoße ich auch mit der Wissenschaft gegeneinander. Ne? Denn die Ochsen, die sind hier seit 20 Jahren, plärren die von wegen Birkenpech. Ne? Unsere Vorfahren hätten Birkenpech genommen. Wenn ich aber sage, wie stellen Sie das her? Da kommt immer wieder die Tabakdose in Gespräch. Sie kennen den Weg nicht. Nur weil sie als Grabbeigaben irgendwelche Artefakte gefunden haben, die mit Birkenpech irgendwie befestigt waren, ist das jetzt das Nonplusultra. Und einfach Harz und Kohle zusetzen, da wird es auch schwarz. Ja, aber das Zeug ist besser. Die Leute haben sich doch nicht die Hose mit der Kneifzange zugemacht, wie wir heutzutage sagen. Die haben das Nächste genommen, was nicht lange gesammelt werden muss. Und in der nordischen Hemisphäre hast du überall Nadelbäume und überall dieses, ne, dieses Zeug. Und dann haben die es erhitzt auf einem heißen Stein und das war's dann. Was sollen die dann da, diese Vergasungsprozesse des Birkenpech-Herstellens? Das ist ja ein Kondensat. Da brauchst du ja ein, zwei
weltweit geschlossene Behälter für. Behälter waren ja auch wertvoll. Also das ist auch eine, dann musst du eine Art kleinen Hochofen bauen, den du mit Lehm oder Ton dicht machst. Das ist eine tagefüllende Arbeit. Ne? Also, aber das sind auch die Steinsackmesser. Bitte? Die Steinsackmesser voll. Ja, ja, die habe ich auch damit befestigt. Ne? Ich arbeite immer damit. Ja. Gerade aufgefallen. Ja, ja. Wer kennt sowas? Obo. Also fantastische Sache. Als ich zum ersten Mal in Übersee war mit meinem Kumpel. Warte. Nee, das kann weg. Achso, hier noch was. Wisst ihr, was das ist? Wo kommt das her? Das sind richtige Survival-Angelhaken. Nur, der muss geschluckt werden. Dem Fisch muss man Zeit geben. Also das hat mit Fairness und Sportlichkeit nichts zu tun. Ne? Aber wenn es mir ans Leder geht, dann greife ich auch zu solchen Mittern. Das ist die Aufzugslasche einer Bierdose. Cola, also bitte, wenn du mir sowas zutraust. Und ich habe aber hier unten das Ganze um 180 Grad verdreht. Siehst du, da ist eine Drehung drin, sonst kriegst du das daraus nicht hin. Denn dieser Haken gehört an dieses Ende normalerweise. Also das ist ruckzuck passiert, das blinkt sehr schön. Und ist aber effektiv. Ja, ist effektiv. Hier, Leute, Würstchendose. Ne? Die kann man schön leer putzen. Und wichtig dabei ist, wie zum Beispiel hier oben die Fenster, da passt jede Tasse drauf. Da brauche ich nicht irgendwelche Stangen durchzuschieben oder so kompliziert zu machen. Wenn es gar nicht anders geht, dann drücke ich das Ding oben oval, dann passt die Tasse auch drauf. Wichtig ist, dass hier unten die Löcher sind, damit der Kamineffekt da ist. Wo ist unser Ofenbauer? Primärluft und Sekundärluft. Wir haben hier einen Ofenbauer, der weiß das bestimmt. Also, das ist ein Wegwerfartikel. Der ist mir lieber wie das Ganze aus Edelstahl und faltbar. Und der wiegt das Dreifache. Und ich muss noch 49,90 Euro dafür bezahlen. Ich habe so ein Ding damals in 1980 drei Monate lang benutzt mit meinem Kumpel. Das hat funktioniert. Meistens offenes Feuer, aber hin und wieder auch das Ding. Ne? So einfach ist das. Wegwerfartikel. Das kriegst du auch in einer normalen Bohnendose, geht das auch. Ne? Hauptsache lang und schmal. Ja. Und wenn er jetzt einmal brennt, dann kann man auch, sagen wir mal, nicht so absolut trockenes Holz kann man da reinsetzen. Mhm. Denn durch diesen Kamineffekt, ne, ist da ein erheblicher Zug drin. Ich hab mal so ein 5-Liter Fass aus Ende mal gebaut. Ja, ja. Bier, also eine große Bierdose. Brandbeschleuniger fürs Campfeuer. Ne? 38% Fett. Und abgeschmitzt Katze. Ich suche weiter. Mach mal hin. Ja, da ist sogar mit so halb gesichert her, gegen kurz Schluss. Geil. So, kennst du das? Feuerzeug. Weißt du, wo das her ist? Kaugummi-Papier, Zigarette-Papier. Kaugummi-Papier. Aber wichtig ist, dieser Geigenkorpus. Sonst gibt das nichts. Denn da kommt die Hitze. Da bildet sich die Glut. Ja, und durch diese Metallbeschichtung von der Batterie überträgt sich das. Und da musst du aber sehr, sehr schnell sein. Ne? Musst du sofort den Zunder dazu nehmen. Papier brennt dann auch hin, ne? Ja, ja. Mit normaler... Wer hat Lust auf heiße Finger? Also, Achtung. Ja, es langt. Ja, du machst es doch. Nee, das musst du ein bisschen auseinanderziehen. Das geht ja gut. Ein bisschen auseinander, ein bisschen können wir ja auch. Ja, da ist ja sogar Dinge bei, das ist ja sogar Warte bei, kriegt man vielleicht sogar gleich Feier. Machst du denn volle Feier? Muss ein bisschen locker machen. Sorry. No. Da. Ein bisschen. Brennt. Geht's hier. Ein bisschen Feuer. Brennt. Ruckzucki. Jetzt sind die auch mit Feuerzeug. Ja. Nochmal, Achtung. Ein bisschen warte. Kommt sie her, kommt sie ran, wenn's raus schon. Gewinne. Oh. Zack. La. Ich bin kurz Schluss. Leute, Strohhalme. Hat jeder. Nicht mehr lange. Die Batterie hat er schon so oft gebraucht, die ist schon ganz weh. Ist an der Seite, die knickt gleich ab. Nein, das kann nicht sein. Die ist erst 2 Jahre alt. Fast neu. Die Autobatterie geht jetzt auch ganz gut. Jo. Hab ich auch schon gebaut. Das ist wieder. Das ist. Da. Das ist ein kleiner Pyromane, ne? In jedem, glaube ich. Strohhalme, ne? Zeckenzange. Zeckenschieber. Cool. Okay. Weg ist sie. Ganz einfach. Gut. Ich habe da noch ein anderes Modell, aber die finde ich zurzeit nicht. Aber ist doch einfach zu machen, ne? Und das geht, ja. So, die gibt es, glaube ich, schon mal lange Dinge. Einfach drüber. Eingestampft.
Ja, ja, warte mal, schön Strohhalme. Ich habe gesehen, das ist eine alte Radioantenne. Als Strohhalm, als Fußbräuchchen. Ja, aber jetzt riechst du das. Das ist ja das 20 Stück. Wie heißt das Ding nochmal? Wo habe ich gar nicht rumgelaufen ist. Jakobsweg. Jakobsweg. Also es gibt gefährliche Jakobsweg. So, aber man braucht einen Wanderstock. Jetzt stell euch vor, das ist Fett plus Holzasche vom Campfeuer. So, jetzt wird die Lage bedrohlich. Du willst mein Portemonnaie, das übliche halten. Ich bin der fröhliche Wandersmann. Aber ich habe keine Lust auf diese körperliche Auseinandersetzung. Also nehme ich das violette Band vom letzten Katholikentag hier runter. Ne? Schlag das Ding waagerecht unter meinen Ellbogen. Den Ellbogen brauche ich, um eine präzise Führung zu haben. Sonst kommt das Ding bei Widerstand außer Kontrolle. Das heißt, einfach unter den Ellbogen klemmen, anziehen, auf einen Schritt näher gehen, nochmal zu, was ich da sagen wollte, und dann da, wo es weh tut. Ja, wo viel Platz ist, MOP sagt man im Rheinland, Middle of the Bands. Schau mal, hier sind 3 Schnittkanten. Es gibt keine Spitze, die besser penetriert wie die Dreikantspitze. Schau dir diese Winkel an, das sind regelrechte Schnittkanten. Ne? Jetzt könnte man an einem lauschigen Abend, wenn man Zeit hat, die noch ins Wasser tauchen und dann in die heiße Holzasche des Campfeuers, nicht in die Glut, in die Holzasche. Und dann sieht man, da wird das gelb, das, den Vorgang wiederholt man so 5-6 Mal auf 3/4 Stunde verteilt. Und wenn hier oben die Kanten, wenn die Haselnuss braun werden, dann war es das, dann ist es gut. Und das merkst du im Unterschied, wenn du mit dem Daumennagel reingehst. Guck, hier hast du einen Schmiss. Wenn du die jetzt da, so Narbe, wenn du die jetzt Feuer härtest, wie gerade beschrieben, mit dem Wasser und der heißen Holzhasche, da kommst du keinen 20. Millimeter mehr rein. So hart ist das. Jetzt was ich dann raus und verdichtet sich vom Schaum. Ja, ja. Die Feuchtigkeit kommt raus. Ne? Und dann, wie gesagt, die Kanten, die werden dann etwas bräunlich. Ist okay. Aber das ist eine einfache, überall zu beziehende und hocheffiziente Waffe. Wenn ich mich verteidigen müsste, wäre mir das lieber als jedes Messer. Da kann man nicht mehr Reichweite. Ja, und vor allem, das ist erlaubt. Ne? Ja. Ja. Das Geile ist ja, ja, wie gesagt, du musst den Arm anlegen, ne? Unterarm, der führt und dann nur noch geradeaus richtigen Stoß. Ne? Also wenn wir jetzt einen Wildkörper hätten, könnte ich das damit demonstrieren, wie das Ding da durchgeht. Ja? Die Ulanen, also die Lanzenreiter unter Kaiser Wilhelm und davor, die hatten auch diese Dreikantspitzen an ihren Lanzen. Das hat doch noch diese Eigenschaft, wenn es wieder rausgezogen wird, schließt sich die Runde. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich damit leichter in den Körper reinkomme als mit jeder anderen Spitze. Und das ist wichtig. Und die ist stabil. Ne? Die Russen hatten auch so Bajonette vorher, da wurde Dreikant lang gezogen. Ja, auch in der Barockzeit diese Tüllenbajonette unter dem alten Fritz oder so. Ne? Das Fiese war, wenn du so ein Ding im Bauch gekriegt hast und dann ist es rausgezogen, dann stehst du es nach, außer der Verbotszeit nach innen. Das ist richtig böse. Dann. Ja, Leute, das war's momentan von meiner Seite. Wenn einer spezielle Fragen hat, ich bin 24 Stunden am Tag hier. Kein Problem. Danke, Toni. Ja, das macht mir auch Spaß, wenn da mitgearbeitet wird, ne? Als wenn ich da jetzt vor Transusen stehe. Monolog ist, ne? Blöd. Oh, mag ich nicht. Ich will Spaß an dem Thema haben. Ne? Und das kriegst du ja bloß, wenn er entsprechend reflektiert wird. Ne? Also, das hat ja nichts. Ne?